Die Bepflanzung für das Pilzaquarium, das soll das Thema sein in diesem Video, denn in der Zukunft soll natürlich nicht nur wieder der Pilz sein Unwesen treiben können, das Ganze soll natürlich auch unter Wasser noch ein wenig bepflanzt sein. Und damit erstmal hallo zu diesem Video. Den ersten Teil, da ging es ja um das Hardscape, die eingebrachte Mini-Landschaft und auch das ADA Amazonas Soil. Soweit bin ich gekommen im ersten Teil. Dann war erstmal so ein wenig Pause angesagt, denn ich musste warten auf den eigentlichen Bodengrund und auch auf die Pflanzen. Und jetzt soll es entsprechend weitergehen mit der Bepflanzung von diesem Aquarium. Den ersten Teil verlinke ich noch mal ganz gerne oben für alle, die ihn bisher noch nicht gesehen haben. Da gibt es noch mal die komplette Grundidee, was hinter diesem Becken steckt, was es mit dem Pilz auf sich hat und so weiter. Beim Bodengrund habe ich mich für sehr, sehr feinen Sandboden entschieden, und zwar für den JBL Sansibar Red. Der hat eine Körnung von 0,2 bis 0,6 mm, ist also richtig feiner Sand und hat so einen leicht rötlichen Schimmer. Ist also nicht komplett hell, aber eben auch nicht so komplett beigefarben, wie man es eigentlich von typischen Aquariensand so kennt. Und schließt für mich so ein bisschen die Lücke zwischen beige und eben extrem hell. Hier bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich der Sand so macht. Dann ging es los mit einer ordentlichen Schicht Sand über das Amazonasoil von ADA, damit es langsam hier in Richtung Bepflanzung gehen konnte. Bei der Pflanzenauswahl unter Wasser habe ich mich lediglich für drei Sorten entschieden. Was eingebracht wurde, ist Pogostomon erectus für den Hintergrund. Hier hoffe ich natürlich, dass die Stängelpflanze mir eine schöne Blüte schenkt, denn dafür ist ja die Pogostomon erectus so beliebt und so bekannt, dass sie eben eine wunderschöne Blüte ausbildet, sobald sie die Wasseroberfläche erreicht hat und aus dem Becken herauswächst. Weiterhin habe ich mich entschieden für Alternatera Reinecki Mini und auch für Helantium Tenellum Red. Helantium Tenellum ist ein Bodendecker, der etwas höher wird, also etwa 10 cm Wuchshöhe sollte man hier einplanen. Die Zuchtform Red ist dafür bekannt, dass sie bei starker Beleuchtung und auch bei ordentlicher Nährstoffversorgung rote Triebspitzen ausbildet, und ich bin natürlich sehr gespannt, ob das hier mit meinem Setup funktionieren wird. Pogostomon erectus, wie erwähnt, für den Hintergrund und das Ganze auf der rechten Seite, weil es einfach hier schön einsehbar ist, dann auch von außen, und ich hoffe natürlich, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt gab es allerdings ein kleines Problem mit der Technik. Ich habe das Ganze stativmäßig noch mal ein bisschen abgeändert und habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und wie das dann eben so ist, wenn du auf Aufnahme nicht drückst, dann wird auch nicht aufgenommen. Und somit ist der erste Teil der Bepflanzung von der Alternatera Reinecki Mini und auch von den ersten Stängeln von Helantium Tenellum leider nicht verfügbar. Hier muss ich einfach um Entschuldigung bitten, dass ich das Ganze ein wenig verdattelt habe. Die Reinecki Mini hat ihren Platz gefunden hier vor dieser kleinen Felsformation. Und Helantium Tenellum, wie gesagt, komplett auf der linken Seite verteilt, und die darf hier auch gerne ihre 10 cm oder aber auch gerne mehr erreichen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist schon so eigentlich gewollt, dass die linke Seite so ein bisschen verkrautet, ein bisschen wilder irgendwie da steht, als wie eben der Rest vom Becken. Dann war erstmal leichtes Auffüllen angesagt, allerdings nur ein paar Zentimeter, denn ich wollte hier in diesen Zwischenspalt kurz über der Alternatera Reinecki in jedem Falle auch noch etwas bepflanzen. Die Lücke hat sich ergeben über diese beiden Brocken Mini-Landschaft, die hier eingebracht sind, und ich habe mich hier für Pogostomon helveri entschieden. Für den kleinen Wasserstern, den kann man als Aufsitzerpflanze verwenden, der ist hier auch nicht wirklich eingequetscht oder eingedrückt, der sitzt quasi mit seinem Wurzelwerk ganz, ganz locker in dieser Spalte drinne, und hier bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass das so auch funktionieren kann. Das Quetschen beim Wasserstern habe ich angesprochen. Also wenn man die im Bodengrund einpflanzt, muss man darauf achten, dass die wirklich locker sitzt. Da empfiehlt es sich in jedem Fall, eine kleine Kuhle auszuheben, die Pflanze wirklich locker einzusetzen und dann vorsichtig zuzuschützen. Denn Quetschung mag sie absolut nicht. Das ist meistens auch der Grund, weshalb die Pflanzen dann sehr, sehr schnell eingehen. Dann ging es mit der Befüllung etwas weiter, aber nicht sonderlich viel weiter, denn ich wollte noch einen Ableger der Pogostomon helveri auf diese Wurzel einbringen. Da gab es auch wieder so einen kleinen Zwischenspalt, wo man das ganz gut einstecken konnte, und die Helveri bildet ja richtig langes Wurzelwerk aus, und ich bin hier ganz guter Dinge, dass das soweit funktioniert.
Gerade in unserem Teil muss ich ein bisschen aufpassen, dass die Alternatera mir nicht zu hoch wächst und ja, der Helferi so ein bisschen das Licht wegnimmt. Aber das wird ich einfach so lösen, dass ich die Alternatera hier vorne entsprechend kurz halte und dann nach hinten etwas ansteigen lasse. Also hinten darf sie wachsen, wie sie möchte. Vorne wird sie kurz gehalten. So dürfte es funktionieren und ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Dann hatte ich noch einen Topf von der Butze Phalandra. Die sollte auch noch ihren Platz auf der Wurzel finden. Auch die darf sich Emers dann ganz gerne noch ein bisschen nach oben schieben. Und auch hier bin ich gespannt, wie weit das Ganze funktioniert. Filter war gestartet. Der Filter ist ein Aquarelpad Mini. Der dient lediglich der mechanischen Filterung von irgendwelchen Schwebeteilchen, wo er mir hier noch rausziehen soll. Ansonsten mal wieder, wie bei fast allen Projekten, die ich irgendwie am Laufen habe, soll nach Möglichkeit die Biologie, also die biologische Filterung vom Becken selbst aus passieren. Deswegen ist es hier in erster Linie auch sehr, sehr wichtig, dass Nährstoffe möglichst schnell verbraucht werden. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, noch zusätzlich auf dieser Wurzel zwei Ableger der Efeutute Enjoy einzubringen. Damit habe ich ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im Zimmerpflanzenaquarium. Da ist sie ja quasi innerhalb von 3 Monaten explodiert. Und ich habe mal einfach zwei, ja, Abschnitte gemacht. Die müssen noch anwurzeln. Das werden sie aber direkt hier im Wasser machen. Und die eine darf sich dann gerne auf der linken Seite so ein bisschen ausbreiten und die andere zurück bis hinten an die Wand. Und ja, und im Idealfalle natürlich auch die Wand hinauf. Also da kann sie gerne sich ausbreiten, überhaupt gar kein Thema. Ja, wenn man so ein Projekt fahren möchte, so wie ich es des Öfteren ja eigentlich auch schon seit Jahren mache, dass die biologische Filterung eben vom Becken aus selbst passiert und lediglich Filter als eine Art Strömungsquelle dient und eben auch nochmal der mechanischen Filter, weil ich stehe absolut nicht auf Schwebeteilchen. Das mag ich einfach nicht, wenn man da ja, die Brocken irgendwo in der Gegend rumschwimmen sieht. Das ist für mich dann nicht mehr schön. Das hat dann irgendwas mit Thema Outdoor vielleicht zu tun, aber im Aquarium brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Wenn man so etwas machen will, möchte, dann sollte man natürlich darauf achten, dass möglichst viele Materialien eingebracht sind, die Siedlungsfläche für Bakterien auch bieten können. Sand als Bodengrund ist natürlich da die allererste Wahl, denn im sauerstoffarmen Umfeld bilden sich Bakterien, so wie das im Außenfilter zum Beispiel auch der Fall ist. Und natürlich sollte auch die restliche Einrichtung des Aquariums so ein bisschen angepasst sein, dass eben möglichst viel Siedlungsfläche für Bakterien vorhanden ist. Viele Hölzer, Gestein mit einer porösen Oberfläche, wie zum Beispiel Lava oder auch hier das Mini-Landschaft mit seiner schroffen und verklüfteten Struktur, bildet natürlich super Siedlungsfläche für Bakterien. Abgerundete Flusskiesel sind da eher weniger für geeignet. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da die richtige Auswahl auch trifft. Ja, und letztendlich muss natürlich auch der Besatz so ein bisschen angepasst sein, dass das Ganze sich irgendwo nährstoffmäßig auch die Waage hält und keine Überschüsse so schnell entstehen können. Das sind natürlich Pflanzen, die schnell verbrauchen und viel verbrauchen, sehr, sehr hilfreich. Deswegen habe ich mich hier auch nochmal für die Efeutute Enjoy entschlossen, um einfach auch gerade hier in der Einlaufzeit möglichst viele Nährstoffe herauszuziehen. Ja, alles in allem, Filter hatte ich ja erwähnt, der Aquarelpad Mini als mechanischer Filter. Beleuchtung ist die Schihirios A-Serie, die A451. Die dürfte von der Leistung her mehr als genügend haben, auch wenn sie hier so ein bisschen höher steht. Weil eben ja der Emerson-Teil auch noch so ein bisschen ausgeleuchtet wird, bin ich ganz guter Dinge, dass das funktioniert. Wenn nicht, werde ich es einfach noch ein bisschen nach unten korrigieren. Das werde ich einfach mal schauen, wie vor allen Dingen die Tenellum als auch die Alternatera auf dieses Licht hier reagieren werden. CO2-Anlage wird angeschlossen, werde ich definitiv machen. Das allerdings wird noch ein bisschen Zeit vergehen, bis ich das tun werde. Ich denke mal so 10, 12 Tage erstmal laufen lassen, dass der Überschuss an Nährstoffen, der sowieso jetzt durch das Sold alleine schon vorhanden ist, erstmal ordentlich verbraucht wird und dann macht es Sinn, CO2 zuzugeben. Also grundsätzlich würde ich sagen, bei einer Neueinrichtung von einem Aquarium kann man in der ersten Woche definitiv auf CO2 verzichten. Die Pflanzen sind da sowieso erstmal beschäftigt mit Akklimatisierung und verbrauchen da sowieso relativ wenig Nährstoffe. Danach geht es dann so langsam los. Und wenn dann die Überschüsse erstmal abgebaut sind, dann kann man mit der CO2-Zufuhr auch beginnen.
Was den Besatz vom Aquarium angeht, ich habe mir absolut noch keine Gedanken gemacht. Es war ja klar, dass die Wurzel hier aus dem Aquarium rausgeht, dass sie ein eigenes Becken bekommt, aber was letztendlich mit in das Aquarium einzieht, da habe ich mir bisher überhaupt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich werde einfach mal schauen, wie sich die Werte jetzt hier irgendwie entwickeln in den nächsten Tagen. Und dann ist schon geplant, dass ich so nach 10, 12 Tagen die ersten Schnecken und auch Garnelen einsetzen werde. Natürlich erstmal Sulawesi-Inlandsgarnelen, damit die Belege hier irgendwie in Zaum gehalten werden, die mit Sicherheit entstehen werden, gar keine Frage. Aber was letztendlich vielleicht das ein oder andere Zuchtprojekt angeht, muss ich einfach mal schauen. Lasse ich mich überraschen, lasse ich an der Stelle einfach nochmal vollkommen offen. An der Wurzel war ursprünglich noch Trident Javafarn. Den habe ich mittlerweile abgelöst. Der ist im Wohnzimmer-Aquarium, im Bachlauf-Aquarium eingebracht. Und das hat den einfachen Hintergrund, dass ich der Erectus im Hintergrund einfach nicht das Licht wegnehmen wollte. Das wäre definitiv der Fall gewesen, dass ich der Trident auf der Oberfläche ausgebreitet hätte und dann eben entsprechend auch ja, das Ganze abgeschottet hätte oder abgeschattet hätte, besser gesagt. Und das wäre dann unter Umständen für den Erectus ein bisschen blöd gewesen. Deswegen der Javafarn ist raus. Also für alle, die sich gefragt haben, wo ist denn der Javafarn hin, den habe ich zwischenzeitlich rausgenommen. Ansonsten sind ja hier noch Fragmentstücke oder Reststücke vom Flame Moose dran. Da muss ich einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wollte jetzt hier keine zusätzliche Moossorte einbringen, weil das finde ich immer ein bisschen blöde, wenn sich zwei Moossorten zu sehr extrem miteinander vermischen. Finde ich dann irgendwie auch nicht so ganz passend. Hier muss ich einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, ob die alten Stücke ja, sich nochmal neu zum Leben erwecken lassen oder ob ich hier nochmal gezwungen bin, etwas Flame Moss nachzulegen. Also wenn ich hier Moos nochmal einbringen würde, dann würde es definitiv wieder Flame Moss werden, weil ich möchte hier einfach keine Vermischung von irgendwelchen Moossorten drin haben. Ja, das sollte es soweit eigentlich gewesen sein zum Start für das Pilzbecken. Jetzt ist es bepflanzt, jetzt läuft es und ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Von der Pflanzenmenge her müsste es eigentlich ausreichend sein. Wenn das Ganze erstmal ordentlich angewachsen ist, dann wird das Ganze hier nochmal eine komplett andere Erscheinung werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war ja bisher immer so der Fall. Ja, in dem Sinne, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr es findet bis hierher. Ich wollte es eben nicht zu dunkel haben, ich wollte es eher etwas offener, etwas heller, etwas freundlicher gestaltet haben und ich hoffe mal, das ist mir soweit auch ganz gut gelungen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.